Was sind das da? Veteranen? Verpasst mir. Plan. Aber im Moment nicht so schlimm wie die zweite. Okay. Das ist doch schon mal super. Bei mir war die zweite und die dritte doof, aber irgendwie komplett unterschiedlich. Wobei auch das eine BioNTech war und das dritte war jetzt moderner. Kann auch daran dann quasi liegen. Dein Raum. Gleich. Sind die nervig hier? Hauen die denn da rein, ey? Auch noch eine Rutte. Alter! Jeder Körper reagiert anders drauf. Ja, definitiv. Das stimmt. Dorfbewohner hier ist down. Das läuft gerade ein bisschen beschissen, würde ich es nennen. So, Freunde, ihr dürft reparieren. Nimmt mir halt nichts nur mit Türmen. Ich. Und den. Ist hier. Die sind zum Glück hier noch einigermaßen mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. Kriegen wir schon hin, irgendwie. Auch wieder vorstehen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen Feuer machen hier? Okay, aber es müsste funktionieren. Auf was ich hier gehe. Ich bin völlig überfragt gerade. Warum trifft denn der die nicht? Das
ja der Knaller, dass die... Dass wir die nicht treffen, aber die uns. Das ist natürlich... Ärgert mich. Ich stelle einfach von allem was drauf. Bin mir gerade echt nicht sicher. Meine Güte, was wollt ihr da alles runterfeuern? Noch mal kurz. Lohnt sich das? Kann ich da runterfeuern? Wird schon werden. Das war ganz gut. Sachen mal noch bauen. Ihr seid ja auch schon durch. Oh mein Gott. Nahrung abliefern. Okay, ich hole hier gerade nicht mal annähernd das raus, was ich hier rausholen sollte. Zu dem Stein hier komme ich gar nicht, oder? Irgendwo noch hin? Halten Sie die Blockade. Geschafft. Naja, dann tun wir uns Gold. Oh, ich glaube, das war's. Die Mongolen kontrollierten nach wie vor die Handelsroute der Song in Lumenshan und schnitten Chengyang auf diese Weise vom Süden ab. Dank der Informationen von General Liu Zheng ging der Plan Kublai Khans zur Schwächung der großen Song-Festung auf. Sieg! Next one! Gelähmt durch den Verlust ihrer Nachschublinie waren die Zwillingsstädte Chengyang und Fancheng reif für die Eroberung. Die neuen mongolischen Langstreckentrebuchets sollten die mächtigen Mauern der Song-Festung auf die Probe stellen. Und Kublai Khan würde den Beschuss nicht einstellen, bis er auf dem Thron saß und über ganz China herrschte. Kublai Khans Belagerungsingenieur Ismail brachte einen neuen Tribok mit verheerender Schlagkraft mit sich. Diese Waffe gab Kublai Khan die Möglichkeit, die Festung mit unvergleichlicher Macht zu zerschmettern. Klingt gut. Na. Auch nach Jahren des Widerstands gegen Kublai Khans Belagerung weigerten sich Fancheng und Chengyang, sich der mongolischen Herrschaft zu beugen. Was? Um die Städte zu erobern, würde Kublai Khan die ganze Macht seines Reiches nutzen und einen Verbündeten aus dem Ilkhanat Persiens einberufen müssen. Und jetzt? Der Belagerungsexperte Ismail lehrte die mongolische Armee den Bau des Huihuipao, eines ausgesprochen mächtigen Gegengewicht-Trebuchets. Sobald dieses neue Trebuchet errichtet war, konnte es weitaus größere Felsbrocken verschießen als jede andere Waffe vor ihm. Ich bin in Nameklasse. Er hört sich einfach an wie Huihuipao. Etablierte Kublai Khan lukrative Handelsrouten mit chinesischen Marktstädten, die ihm die Treue schworen. Obwohl das wollen wir jetzt machen. Partner anfällig für Angriffe der Song waren, stellten sie wertvolle Ressourcen bereit, um Ismails Bestreben zu finanzieren.
Eigentlich sie Wimbledon. Was muss ich denn jetzt alles machen? Ne? Ich bin verwirrt. Also ist gerade geil schon, wo die angreifen und so, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Wo verteidige ich denn jetzt am besten? Wo kommen die überall lang, die Gegner? Ja, hier sind doch nirgends Brücken. Okay, ich warte jetzt mal ab und gegebenenfalls tun wir einfach lang. Ah, das ist ja clever. Oh, ich habe die Weiden immer falsch benutzt. Ich muss die einfach auf eine Stelle schicken lassen, dann geht's sinnvoller. Okay, jetzt weiß ich's. Haben wir irgendwo noch Stein, Gold? Da wäre noch Stein. Das können wir uns noch klauen von den anderen. Gute Idee. Was ist denn hier alles? Okay, hier kann ich schon aufwerten. Alter Schwede, was gibt's denn hier alles? Solange genug seiner Händler zur Verfügung standen. Genug aktive Händler. Aktive Händler. Wo ist denn mein Marktplatz? Ist das ein Marktplatz? Nee. Schau mal. Wer? Wo ist denn mein Markt? Ganz alles verstanden. In der Map hier, gebe ich zu. Straßenbonus. Ah! Wo muss ich die hinschicken? Wo ist ein. Was ist da? Handelspost. War weit unterwegs. Okay. Okay. Schick mal einfach mal ein paar hierhin, ein paar dorthin. Lass mal stehen. Ich habe keinen Plan, wie weit die kommen. Auch noch. Komm also von unten. Wenn die nur von unten kommen, dann ist das natürlich geschickt. Dann baue ich da einfach eine Mauer hin. Und dann passt die Sache schon. Hm? Ja. Was ich Mauern bauen kann, ich weiß es ja nicht. Nicht. Dann höchstens noch Türme und so hinbauen. Natürlich doof. Aber okay. Bauen wir zumindest ein paar Türme hin. Ist eine Obo gebaut. Das ist geil. Dann klauen wir jetzt denen noch das Gold. Wir brauchen das nicht. Das haben die mir schon gesagt. Okay. Jo, wieso sind die Dorfbewohner jetzt gerade gestorben? Sicher. Wenden Sie Ismail zur Errichtung eines Hui Hui Pau. Eigentlich Hui Hui Pau. Ist du Ismail? 1000 Stein! Ja, dann ist ja clever, dass ich hier Außenposten mit Holz baue. Gut, alles okay.
Ja, ich glaube, das ist schon recht sinnvoll, wenn wir hier okay. Ich bin auch doof, ne? Da ist noch nicht mal ein Obo drauf. Ich dachte, da wäre voll ein Obo drauf. Bin ich etwa blind? Also wir gehen hier auf die Sachen ohne Stein, weil das Stein brauchen wir einfach zu sehr für andere Sachen. Das Schützen aufhören, Schaden von Fernkampfeinheiten. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil es einfach zu viel Stein kostet, wobei ich natürlich mit dem Markt dann auch mir recht viel Stein kriege. Nein, mein Markt. So, das war dieses komische Gebäude hier. Stimmt, ich kann ja gar keine Steine. Hier haben noch Stein. Lalalala. Nanana. Ist ja auch irgendwo ein Stall in Reichweite? Ja. Doch. Oh, ich habe noch so viel Verbesserungen machen will. Ich bräuchte aber trotzdem auch normale Belagerungswaffen, glaube ich, ein bisschen. Kloster, ja. Schon. Okay, in den Turm, der schon stand, können die quasi gar nicht rein. Gut zu wissen. It's okay. So, lass dich nicht wieder sterben hier. Töten meine ich natürlich. Wo habe ich denn jetzt gerade Stein ausgegeben, ich Dackel? Eigentlich nur die normalen. Alter, jetzt kommen die hier mit Mangen? Euer Ernst? Naja, ich lasse ihn schon mal einbauen. Mal, wie es weitergeht.